Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wimpernstone 2. Ja, im letzten Part haben wir uns ein paar Schreine angesehen und damit weitere Ring-Uhren-Generatoren geholt und unsere Werte gesteigert. Und jetzt wollen wir damit gleich weitermachen. Schrein des Feuers südöstlich von Burg Iola. Wo ist Burg Iola? Da unten. Okay. Südöstlich. Also unten rechts. Ja, da kann ich wahrscheinlich nach oben hin schneller hinfliegen. Ja, ich bin ja schon ziemlich weit oben, oder? Ja, südöstlich von Burg Iola. Ich weiß schon. Okay. Ich müsste irgendwann mal auch nochmal... Hab ich mir das nicht aufgeschrieben? Ist ja doof. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das als Aufgabe ist, wegen diesem Geschenk vom Weihnachtsmann. Schon längst zu hoch geflogen, ich Vollidiot. Warum sagt mir das denn keiner? Manu. Okay, irgendwas hat hier gerade nicht so ganz gestimmt. Lass das lieber gehen, hier gibt es zu viele Wachen. Okay, südöstlich. Wie sah das Bild nochmal aus? An so einem Gebirge am Ende. Burg Iola war es doch, aber warte mal. Das hier ist doch Burg Iola. Ach, ich bin... Hä? Ah, ich bin bei Mirana hin, ich Idiot, ja. Hier ist Burg Iola. Nee, aber... Das ist doch südöstlich. Bin ich jetzt vollkommen... Knecke? Ich finde das nicht. Alidas Turm, ja, da waren wir schon mal. Südöstlich. Muss ich da etwa noch weiter nach Osten? Okay, das ist eher östlich als südöstlich, meiner Meinung nach, aber okay. Hier soll es wohl irgendwo sein? Ja, perfekt. Schrein des Feuers. Sogleich werden wir von einem Feuervieh angegriffen. Einem Phönix oder so, was in der Art. Oh, schön. Finde ich aber schön. Oh, Feuerring. Oh je. Jetzt habe ich aber Angst, Leute. Jetzt habe ich aber Angst. Und, oh, das Vieh hält mehr aus als die anderen Viecher bei den Schreinen bisher. Ich meine, gut, wir haben zwei Geschwächte, aber trotzdem. Die anderen haben nicht so viel ausgehalten. Wahnsinn. Das ist scheinbar auch beweglicher, dass das so oft ausweichen kann. Wahnsinn. Ja. Schön. Habe ich jetzt eigentlich steinmäßig die anderen schon komplett reingeschmissen? Feuer, Licht braucht man noch und Schatten. Okay. Dann nutzen wir mal die Macht der Steinchen. Das übrige Prozedere. Um 15 gestiegen. Okay. Was ist das? Meine Gebieter, ihr seid zurück. Mögen die Äcker sehen? Ja, wie geil. Das Übliche. Ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich das diesmal nicht mehr vorlese. Aber die sagen jedes Mal das Gleiche. Und noch ein Generator. Wenn ich noch einen reinschmeiß? Angriff um 15 gestiegen nochmal. Schön. Doch dieser Generator macht sich sicher gut in meinem Schloss. Drang der Ewigkeit erhalten. Warte mal. Hatte ich den Schrein des Lichts schon mal gemacht, oder wie? Ach, das ist jetzt nicht mehr Nein, das ist nicht mehr verzeichnet, das Schrein des Lichts. Oder noch nicht? Ich weiß nicht. Muss ich den Elras vielleicht mal foltern? Menü. Jetzt hätte ich eigentlich gleich gucken können, wo der Schrein der Schatten ist. Östlich von Iola. Waren wir da gerade nicht?
höher. Wie sah das jetzt noch gleich aus? Ups. Moment, Moment, Moment. Ah, okay. So ein grünlicheres Waldboppelstück. Östlich von Burg Jola. Okay. Es sollte doch auffindbar sein. Irgendwie. Nee, das war aber nicht das Waldboppelstück, oder? Oh, nochmal ein zerstörtes Städtchen. Ich will das jetzt finden. Ich schau nochmal schnell nach, Leute. Ich schau nochmal schnell nach, so viel Zeit muss sein. An so einem Zipfel. Fast rund, aber oben links geht so eine Ecke weg. Okay. Okay, okay, komisch. Wo soll denn das sein? Ich wollte nicht nochmal rein. Tschüss, tschüss, tschüss. Da habe ich mich wohl verflogen. Sorry, Leute. Kann mal vorkommen. Tut mir leid. Das war nicht so geplant. Na gut, dann gehe ich eben mal in die zerstörte Stadt. Warte mal. Habe ich mich überhaupt vertan? Gab es nicht auch was mit Yalun? Nee, Jola, okay. Yalun wäre da unten, aber da kann es ja gar nicht sein. Komisch. Hier bin ich ja eigentlich schon viel zu weit, ne? Oder etwa nicht? Ach, da! Um Gottes Willen, das ist aber arg weit östlich. Okay. Schreiender Schatten. Ja, nutzen wir die Macht der Steinchen. Das wird diesmal erhöht. Abwehr oder wie? Gute Gruppe. Ach, schön. Ja, klar. Ja. Und auch den passenden Generator. Okay. Schön. Noch ein Generator. Hätten wir einen schwarzen Stein, könnten wir den hier reinwerfen. Und auch dieser Generator macht sich gut und ich glaube jedes Mal dasselbe. Ja, ohne Dietrich könnte das nicht ändern und von der Seite sowieso nicht. Da funkelt noch was. Krankheitsserum. Macht mich das krank? Okay. Fledermausmantel. Was für ein zerstörtes Städtchen, Dörfchen, wie auch immer, haben wir hier? Das war doch hier irgendwo. Da, genau. Machen wir das schon mal? Vielleicht finden wir da ja ein... Ach, Melsan! Da hat doch die Feuerprobe, oder wie das hieß, stattgefunden. Wir erinnern uns an Ventoston 1. Schauen wir uns das noch an. Das Dörfchen, Städtchen, wie auch immer. Und... Angriff! Oh, ihr habt interessante Farben. Geht's euch irgendwie gut oder alles in Ordnung mit euch? Hey, das hat uns geblitzdingst. Manno. Okay, das sind also wieder Luschen. Verfehlt. Ja, schön. Asuka hängt da wie so ein nasser Sack. Ach ja, das Blut eurer Gegner und so weiter und so fort. So. Irgendwas muss es hier doch geben, außer dieser Truhe da. Die wahrscheinlich wieder verschlossen ist. Nee, Wahnsinn. Feuerrune, schön.
Ach ja. Nee, aber Leute, mit den ganzen Generatoren, die wir jetzt in den letzten Parts hier gefunden haben, können wir ordentlich Steinchen herstellen und damit auch ordentlich Zauber lernen. Ist das nicht schön? Ja, die Bewohner aus Melsen hatten wohl nichts zu lachen. Wie grausam. Wie sogar die Fenster da auf und zu gehen. Schön. Säuretrank. Ach ja. Ah, hier war doch auch ein Versteck von den Kindern der Apokalypse. Also habe ich hier, denke ich, gute Chancen, was zu finden. Trank der Ewigkeit. Ja, ich meinte jetzt nicht den Trank der Ewigkeit eigentlich, aber okay. Diese Bücher sind zwar noch sehr gut erhalten, aber für uns leider völlig unnütz. Das scheint sich auf alle zu beziehen. Schade. Trainingsbücher. Können wir zumindest sicher unseren Krieger noch den ein oder anderen Kniff zeigen? Stärke der Vampirkrieger um 1 gestiegen? Geil. Ist ja cool. Ich meine, wir müssen noch eine Burg erobern. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Wahnsinn, wie komplex dieses Spiel einfach ist, Leute. Wie komplex das ist. Aber das findet man alles nur, wenn man sich eben ordentlich umschaut. Deswegen, es mag auf den ersten Blick zwar langweilig wirken, wenn man sich da wirklich jeden Dreck anschaut, aber es lohnt sich halt einfach. Es lohnt sich. Es hat sich schon mehrfach bewiesen. Okay, das Bett ist umgekippt. Auch gut. Und für die Truhe muss ich wohl an dem Hund vorbei. Na gut. Komm mal her, Hundi. Ja. Ja. Feinde lauern euch auf. Ich hab doch gar nichts gemacht. Wir sind vollkommen unschuldig. Außer vielleicht Aska. Hey, was soll das heißen? Ich war nicht ich selbst. Ja, ja, wissen wir ja. Wissen wir ja alles, Aska. Die ist verschlossen, ja, ja. Ey, Gott. Wartet, nein. Das geht mir jetzt zu sehr auf den Senkel. Ich will mal was gucken. So. Zum einen. Oh, ein bisschen arg viel. Das geht circa bis hier vorne. Wahnsinn. 32.000. Zum anderen. Blub, 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 blub. Hier unten, ob ich den noch foltern kann. Ihn hier, der müsste uns die Schreine verraten können. Ja, mach mal. Wir brauchen Infos. So. Rechter Hebel. Üppidüppidü. Kabam. Ach, das war der Eishebel, okay. Rede. Los, wo sind die anderen Schreine versteckt? Oh, Gebirge auf der großen Insel im Nordwesten dieser Welt. Er ist in Ohnmacht gefallen. Okay, danke. So, dann können wir uns... Ist das dann wahrscheinlich der Lichtschrein? Warte mal. Ach, Luftschrein. Okay, dann halt Luftschrein. Gut, weiß könnte auch Luftschrein sein, klar. Macht Sinn. Dann zum anderen gucken, ob ich das Schwacht hier mit wegkrieg. Ja, lasst uns ausruhen. Achso, ich hätte noch einen neuen Begleiter mitnehmen können eigentlich, theoretisch, ne? Ha. Egal. Egal. So. Zum anderen... Will ich gucken, ob der Typ hier... Ja, hier. Reden. Ob der mir Dietriche hat. Zeig mal her. Das wäre super, wenn du welche hättest. Ja, er hat. Er hat, er hat, er hat. Holen wir uns mal 10. So. Gib mal her. 4 Heilfionen, eine Heilflasche, 2 Blitzstaub und vieler. Schön. Was sagst du eigentlich wegen dem Erhängten? Achso, ja, nettes Schloss, bla bla bla. Gar nichts. Nein, im Moment nicht. Okay, schade. Dann habe ich noch ein Anliegen. Achso, die Dinger sind auf der anderen Seite. Okay. Die Dinger.
Schaut sie euch an. Ach, herrlich. Aber ich will jetzt nur vorher mal gucken. Hier, das Ding war's. Strafe des Dan. Ich brauche 5 von den Dingern. Statusmagie. Und den Rest habe ich. Okay. 2 Statusmagie-Dinger also. Ob man da was herstellen kann, ne? 2 Statusmagie. Heißt, wir brauchen mindestens 1. Okay. Seelenfragmente. Die konnte ich, glaube ich, hier herstellen. 10 für ein Seelenfragment. Okay. 2. Danke. Und damit können wir uns... Geh doch mal aus dem Weg, Alter. So. Damit können wir uns mal hier Statusruhen machen. Ja. Und noch eine, bitte. Ja. Danke sehr. Und jetzt auf zur Strafe des Dan. Ich will's wissen, was das ist. Ups. Halt, halt, halt. Wie kann ich das? So kann ich das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Boah, das muss ein mächtiger Zauber sein. Also, bin ich mal echt gespannt. Strafe des Dan. So. Wer kann das jetzt? Sind immer noch schwach, Manu. Moment, Moment, Moment. Da runter. Walner Aska Elaine. Ich gebe mal Elaine eine. Und jetzt will ich mal gucken, was das ist. Strafe des Dan. Boah, verringert in aller Gegner. Na toll. Ach, und kann sie einschläfern oder lähmen? Ach so. Okay. Verwesung. Dann geben wir mal noch die andere Strafe des Dan. Geben wir mal Aska, oder? Ja, geben wir so Aska. Okay. Sonst noch was? Sonst noch was? Ja, vielleicht. 14. Ne, damit können wir nichts anfangen. Schade. Okay. Zauber. Nichts Zauber. Nee. Erstmal Blutviolen. Und dann, gib uns Blutviolen. So. Ja, ja, ja. So ist gut. Gib mir einfach Blutfiolen. Blutflasche. Da kommt die auch von Max. Bluttrank. Gib mal 2 her. So. Gut. Gegenstand. Ja, mach halt mal. So. Und Zuflucht. Zum gespeicherten Ort. Zack. Jetzt können wir die Truhe vielleicht auch aufmachen. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Bitte eine Statusrune. Das wäre schön. Von denen haben wir nämlich keine mehr. Ne, Karte. Warte mal, Karten. Hat die eigentlich schon mal gezeigt, genutzt? Wie was weiß ich? Ja, wenn man jetzt noch... guck da mal, unten links ist die Weltkarte. Ja, vielleicht können wir uns auch mal auf Schatzsuche begeben. Mal schauen. Aber das überlasse ich dann euch. Das könnt ihr ja in die Kommentare dann gerne reinschreiben, ob ihr mal noch Schatzsuche haben wollt. Ich will jetzt mal noch hier in dem Part, das wird halt vielleicht ein etwas längerer wieder, bla bla bla, Melsan fertig erkunden. Ich habe das Gefühl, hier könnten Apokalypsaner sein. Wenn man die denn so nennen mag. Irgendwas blockiert die Tür von drinnen.
Okay. Mhm. Das klingt doch sehr verdächtig. Von wegen, da will jemand nicht, dass man reinkommt. Komisch. So. Oh, sogar drei von denen. Ich bin mal gespannt. Zaubern. Strafe des Dan. Bam. Sag bloß, dass das... Das hat gerade ziemlich gut getroffen. Außer den da hinten. Dann gehen wir am besten auf den da hinten. Jetzt ist es egal. Oh, damit kann man sich ja Vollzeit verschaffen. Es mag jetzt am Anfang zwar nicht so toll klingen, aber überlegt mal, die können einen nicht angreifen. Damit kann man sich mega Zeit kaufen. Und zählen, schön. Tja, hatten wohl nichts zu lachen. Bla bla bla. Ach ja. Das Übliche. Genau hier, dieser Balkon. Feuerprobe und so. Feuertaufe. Oder irgendwie sowas. Oh, noch so ein Vieh. Ach ja. Aber ist egal jetzt. Die machen eh nicht viel Schaden. Hau mal einfach rein. Wollte nur mal den Zauber getestet haben, aber das waren komische Viecher. Oh nein, Walner blutet. Er ist ein Blutherr. Soweit ich mich erinnere, war dieses Blutgedöns, diese Krankheit, die es da ja gibt, wirklich auch, dass Männer dafür anfälliger sind, wegen den Chromosomen und so einem Gedöns. Weil das, glaube ich, irgendwie auf dem X-Chromosom lag und Frauen haben ja zwei davon, die können es sonst mit dem Gesunden ausgleichen und bla, deswegen bricht es bei Männern eher aus und so. Kennt man ja. So. Wieso bin ich jetzt eigentlich ins Inventar gegangen? Kann mir das mal jemand verraten? Vor lauter Quatschen? Meine Güte. Ach ja, Heilflasche. So. Hier gibt's doch sicher noch irgendwas. Regenerationstrank. Ach so, an die Dinger da hinten komme ich nicht dran. Da kann ich nicht langlaufen. Deswegen... Ach, stimmt ja. Ja, und da ging es dann gleich raus auf den Balkon. Stimmt ja. Okay. Raus auf den Balkon. Hui. Und wieder rein. Schade. Nichts Interessantes. Das Viech ist auch nicht interessant. So. Wie kommt man denn dann in den Turm rein? Da muss jemand drin sein, der das blockiert, oder? Seht ihr auch so, da muss jemand drin sein, der das blockiert. Und ich vermute fast, dass das entweder so eine Diebin oder eben so ein Apokalypsano ist, was ich viel eher vermute, weil die da ja auch einen Laden hatten. Fluchttrank. Muss ich mich vielleicht mal schlau machen, wie man da reinkommt. Sofern es sich jetzt nicht irgendwie ergeben sollte. Hier irgendwo hatten sie den Laden. Passt mal auf. 1300 irgendwas wieder und hier war, glaube ich, da. Ne, hier war kein Laden eigentlich, ursprünglich. Hier war doch dieses eine Pärchen. Meine ich. Der Laden war oben rechts davon. Aber gut. Machen wir erstmal die Viecher platt und dann schauen wir uns weiter um. In Ruhe. Da war doch dieses eine Pärchen. Da habe ich dann irgendwie beide umbringen müssen, weil... Was heißt umbringen müssen? Verwandeln müssen. Weil wegen sonst, darf man ja nicht raus, weil es darf ja keine Zeugen geben. Da war ja was. Doch, ich meine, hier hat so ein Pärchen gelebt. Bin mir eigentlich ziemlich sicher. Ah, eine Truhe. Brauche ich einen Dietrich oder nicht? Können noch Wetten abgeschlossen werden? Ne, ich brauche keinen. Ah, ein Diamant, schön. Handelsware.
Schlafmittel. Okay, schön. Und hier, das hier war nämlich der Shop. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Abnerin, schön. Der war auch nicht so groß. Na, der Melsan hat sich aber verändert. Ach, das ist gar keine Treppe, die nach unten führt. Sag mal. Gibt's doch nicht. Ihr erkennt es ja gar nicht wieder. Was haben die nur mit Melsan gemacht? Wahnsinn. Aber es könnte natürlich auch mit der Weltverschiebung zusammenhängen. Wobei, nee, die Melsan gab es da ja gar nicht. Deswegen ist es ja hier so kaputt geworden und so, ne? Ha. Dann ist es komplett strange. Oder verwechsel ich das einfach mit einer anderen, mit einem anderen Städtchen? Nee, meint, dass das mit Melsan schon so war. Ach, ist ja auch egal. Wir haben hier Wimpaston 2 und nicht Wimpaston 1. Ha. Ja, an das Feld kann ich mich auch noch erinnern, genau. Hm. Erhebungen in... Nun gut. Ich will es noch wissen, wie man da reinkommt. Eigentlich. Irgendwas blockiert von innen. Na, kleinen Moment mal. Ach, halt, vergesst es. Kann ja gerade gar nicht nachgucken, ist ja gerade vollkommener Schwachsinn. Gut, dann würde ich aber sagen, war es das erstmal für diesen Part. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Wimpaston 2. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.